Vor über einem Jahrzehnt führte die Verpflichtung, fortschrittliche und den landwirtschaftlichen Bedürfnissen entsprechende Lösungen anzubieten, McHale dazu, ein System einzuführen, das Pressen und Wickeln in eine neue Klasse hob. Ein kompaktes System, das die Nutzung durch einen Bediener und eine Maschine optimiert. Diese Maschine war die McHale Fusion. In den letzten Jahren wurde die McHale Fusion für viele zur ersten Wahl und ist weltweit für ihre Zuverlässigkeit, die einmalige, patentierte Ballenübergabe, den vertikalen Wickelring und den hohen Durchsatz bekannt. McHale hat die integrierte Presswickelkombination Fusion mit der Einführung der Fusion 3 weiter verbessert. Die McHale Fusion 3 ist ein robustes, integriertes System, das sorgfältig weiterentwickelt wurde, um die bewährten Komponenten ihres Vorgängermodells zu optimieren und gleichzeitig eine Anzahl neuer Merkmale einzuführen. Eines der auffälligsten Merkmale der Fusion 3 ist, dass sie ganz anders als ihr Vorgänger aussieht. Die neuen, speziell gestalteten Verkleidungen verleihen der Maschine ein modernes, fortschrittliches Aussehen. Viel Entwicklungsarbeit wurde in die Verkleidungen gesteckt, um sicherzustellen, dass sie unempfindlich sind und den hohen Anforderungen der modernen Landwirtschaft mit Kratzern, Schlägen und Stößen im Arbeitsumfeld standhalten. Die Verkleidung wurde diesen Ansprüchen entsprechend entworfen und getestet. Diese Art der Verkleidung wurde schon in die variable Riemenpresse V660 und die F5000 Festkammer-Rundballenpressen integriert, die sich bereits auf dem Markt etabliert haben. Aus sicherheitstechnischer Sicht werden nun alle Fusion 3 serienmäßig mit LED-Lampen ausgestattet. Die zweiteilige Verkleidung verbessert die Zugänglichkeit für Wartung und Pflege und reduziert den Aufbau von Erntegut auf der Maschine. Der Zugriff auf weitere Ersatzfolienrollen wurde erleichtert. Ein zusätzlicher schwenkbarer Folienrollenhalter auf jede Seite erhöht die Folienkapazität der Maschine. Die Fusion 3 hat vorne eine neue Plattform, die dem Bediener besseren Zugang zur Netzbindung und einen sicheren Zugang zu anderen Maschinenteilen gibt. Dieses neue Trittbrett bietet einfacher erreichbaren Platz für Ersatznetzrollen. Neue Führungsschienen wurden montiert, um die Bedienersicherheit sicherzustellen. An dieser Plattform befindet sich außerdem das Verriegelungsventil der Ballenkammer, das bei Arbeiten an der Maschine geschlossen werden muss. Eines der wichtigsten Merkmale der McHale Fusion 3 ist die patentierte Ballenübergabe, die hohen Durchsatz und überlegene Zuverlässigkeit bietet. Nachdem der Ballen gepresst wurde, hält die Maschine über dem Schwad an, um das Netz zu binden. Die horizontal geteilte Ballenkammer öffnet danach den Kammerdeckel nach oben und den Kammerboden gleichzeitig nach hinten, um den Ballen aktiv in den Wickler zu fördern. Dies ist ein patentiertes McHale-Übergabesystem, in dem der Kammerboden gleichzeitig als Übergabemechanismus fungiert, der den Ballen direkt aus der Ballenkammer in die Wickelposition bringt. So wird der Übergabemechanismus zwischen Press- und Wickelsystem eliminiert, wodurch zum einen Zeit eingespart und zum anderen mögliche Übergabefehler minimiert werden. Der Drehpunkt der Ballenübergabe befindet sich direkt über der Achse und als ein Ereignis ist die Übergabe des Ballens auf die Wickelplattform selbst bei Bergabfahrt eine gleichmäßige und relativ ruhige Bewegung. Bei Arbeiten in hängigem Gelände führen die beiden Seitenwände des Kammerbodens den Ballen sicher bei der Übergabe in den Wickler. Dieses raffinierte System minimiert selbst in steilem Gelände die Seitwärtsbewegung des Ballens. Die extrem schnelle Übergabe ist ein wesentliches Element dieses Prozesses und findet gleichzeitig mit dem Öffnen und Schließen der Kammer statt. Nach dem Netzen erfolgt unter normalen Arbeitsbedingungen die Ballenübergabe während des Öffnens und Schließens der Kammer. Damit hat die Fusion 3 eine höhere Durchsatzleistung als eine Solo-Rundballenpresse. Nach umfangreichen Tests wurde entschieden, die Fusion 3 Serie mit einer 2 Meter breiten galvanisierten Hochleistungs-Pickup mit nunmehr 5 Zinkenreihen auszustatten. Diese 5 Zinkenträger bieten eine um 25% höhere Leistung und sauberere Aufnahme gegenüber 4 Zinkenreihen. Ein neuer Hochleistungsrollenniederhalter mit geringerem Durchmesser ist nun optional für die Fusion 3 verfügbar. Dieser Rollenniederhalter sorgt für eine gleichmäßige Schwadzufuhr und erhöht damit die Durchsatzleistung der Rundballenpresse. Sobald das Erntegut die Picker passiert hat, gelangt es zum Rotor. Dieser Hochleistungsrotor ist bei der Fusion 3 auf Langlebigkeit ausgelegt und die Rotorfinger sind beidseitig verschweißt. Auf der Antriebsseite läuft der Rotor in einem soliden, doppelreichen Tonnenlager.
Die Messer können von der Traktorkabine aus angehoben und abgesenkt werden, sodass den Kundenwünschen entsprechend geschnittene oder ungeschnittene Ballen gepresst werden können. Die Fusion 3 bietet die Option, das Schneidwerk mit einer Messergruppenschaltung auszustatten, die drei Möglichkeiten bietet. Entweder mit 11 oder 12 Messern zu schneiden oder, falls gewünscht, beide Messerbänke anzuheben und mit 23 Messern zu schneiden. Damit sind Schnittlängen von 46 mm möglich. Ausgewählt werden die Messer von der Traktorkabine aus. Um sicherzustellen, dass die Maschine immer eine gute Schnittqualität bietet, wurde die Fusion 3 mit einem verbesserten Überwachungssystem ausgestattet. Erstens wird der Arbeitsdruck der Messer überwacht und auf dem Kontrollmonitor angezeigt. Ist der Messerdruck zu hoch oder zu niedrig, werden akustische und optische Alarme aktiviert, um den Bediener zu warnen. Zweitens überwacht ein Sensor den Abstand der Messer zum Rotorkern. Wenn sich die Messer aus ihrer Position bewegen, wird der Bediener über den Kontrollmonitor darüber informiert. Das Herzstück der Maschine ist ein äußerst zuverlässiges elektronisches Steuerungssystem, welches auf seinem großen Grafikbildschirm klare Aussagen über die Leistung und Zustand der Maschine macht. Die McHale Fusion 3 ist eine vollautomatische Presswickelkombination, die nach einfachen Grundeinstellungen durch den Bediener den Press- und Wickelprozess vollautomatisch durchführt. Der Bediener muss nur den Traktor anhalten, nachdem das akustische Signal Ballenkammer voll ertönte, und der Maschine ca. 12 bis 15 Sekunden für Netz und Übergabe des Ballens geben. Nachdem die Ballenkammer geschlossen wurde, kann der Bediener zügig mit dem Pressen fortfahren, während die Maschine automatisch den zuvor gepressten Ballen wickelt. Der vertikale Wickelring kann 4 Folienlagen in etwa 20 Sekunden oder 6 in 30 Sekunden aufbringen. Dieses wartungsarme Wickelsystem stellt eine gleichmäßige Folienüberlappung sicher, selbst wenn die Maschine auf schwierigem oder unebenem Gelände eingesetzt wird. Die Bauart des Wickelringes stellt eine größere Genauigkeit und Überlappung sicher, als bei einer Maschine mit 2 Satellitenvorstreckern erreicht werden kann, da die Vorstrecker unter derartigen Bedingungen dazu neigen zu hüpfen, was häufig die Ursache für das Reißen der Folie sein kann. Der stets effiziente Wickelprozess wird immer vor dem Pressen abgeschlossen, was bedeutet, dass der Wickler immer vor der Presse fertig ist. Die Maschine hat eine Anzahl innovativer McHale-Merkmale. Die Schneid- und Haltevorrichtung bündelt die Folie schnell und sicher an einem Punkt, wo sie sauber geschnitten und zuverlässig gehalten wird. Die eingebauten Sensoren der Folienüberwachung erkennen sofort einen Folienabriss oder das Folienende auf einem der Vorstrecker und der Bediener in der Kabine wird auf den Fehler aufmerksam gemacht, während die Maschine automatisch den Programmablauf zum Wickeln mit einem Vorstrecker ändert. Endet auch die Folie auf dem zweiten Vorstrecker, wird der Wickelvorgang unterbrochen und der Fahrer optisch und akustisch zum Einlegen neuer Folienrollen aufgefordert. Durch das Absenken der hinteren Wickelwalze wird der eng umwickelte Ballen bei der Fusion 3 behutsam auf dem Boden abgelassen. Mit der optionalen Ballenstirnseitenablage kann der Ballen um 90 Grad gedreht auf der Stirnseite abgelegt werden, um Beschädigungen durch Stoppeln wie etwa bei Alfalfa zu reduzieren. Eine Nockenschallkupplung auf der Zapfwelle schützt den Hauptantriebsstrang, sollte eine Verstopfung auftreten. Die charakteristischen Geräusche dieser Kupplung machen den Bediener auf die Verstopfung aufmerksam, der dann den Schwenkboden von der Schleppkabine aus hydraulisch absenkt, um die Verstopfung zügig in wenigen Sekunden zu lösen. Der Boden wird anschließend per Knopfdruck wieder angehoben und das Pressen kann fortgesetzt werden. Die automatisch progressive Zentralschmierung, die mit einer speziell entwickelten Doppelpumpe ausgerüstet ist, versorgt alle Hauptlager mit einer genau definierten Menge Fett. Die Ketten werden ebenfalls von der Doppelpumpe zuverlässig mit Öl geschmiert. In der Fusion 3 wird das bewährte McHale Schwenkspanner-Netzsystem eingesetzt, welches eine optimale Vorstreckung des Netzes und maximale Ballenabdeckung bietet. Der Export Plus Bedienmonitor in der Fusion 3 ermöglicht den vollautomatischen Press- und Wickelbetrieb. Zusätzlich erinnert der Schmieralarm den Bediener daran, Fett- und Ölstand zu überprüfen. Auch die Schnittlänge kann über die Messerauswahloption eingestellt werden. Bei Arbeiten auf unebenem Gelände muss die automatische Ballenablage abgeschaltet und der Ballen per Knopfdruck an geeigneter Stelle abgelegt werden. Wenn Heu oder Stroh gepresst werden, wird automatisch das Pressen ohne Wickeln ausgewählt, wobei der Fahrer für einfacheres Einsammeln die Ballen paarweise ablegen kann. Ähnlich der McHale Fusion 2 wird auch die Fusion 3 aus dem gleichen Sortiment an Qualitätskomponenten hergestellt.
Die Fusion 3 wird von dem bewährten leistungsverzweigten Getriebe angetrieben, das optimale Leistungsverteilung durch kurze Übertragungswege sicherstellt. Qualitativ hochwertige Antriebsketten sorgen für zuverlässigen Betrieb der gesamten Maschine. Die 1,23 x 1,25 m große Ballenkammer wird von 18 hochfesten Presswalzen mit 50 mm großen Schäften gebildet. Die automatische Schmierung reduziert Probleme mit Lagern und die gebremste Hochleistungsachse mit 8 Achsbolzen stellt sicher, dass die Maschine auch schwierigsten Geländebedingungen gewachsen ist. Die McHale Fusion ist eine auf dem Weltmarkt etablierte Maschine, die man auf allen Grasmärkten der Welt im Einsatz findet. Das neueste Modell, die McHale Fusion 3, wird diesen Ruf weiter ausbauen. Die Verpflichtung von McHale zur Qualität und der Lieferung zuverlässiger Maschinen zeigt gleichermaßen Respekt gegenüber wiederkehrenden und neuen Kunden. Die Anschaffung einer Fusion 3 bedeutet die Investition in ein Produkt und die Zukunft eines Betriebes, womit man sowohl zuverlässig als auch wirtschaftlich arbeitet. Die McHale Fusion 3 übertrifft alle alternativen Presswickelkombinationen durch ihre kompakte Größe, überlegene Manövrierfähigkeit, die einmalige patentierte Ballenübergabe und den vertikalen Wickelring, wodurch sie die erste Wahl für leistungsbewusste Lohnunternehmer und professionelle Landwirte ist.